Kellerduell im Wurmbergstadion in der Eishockey-Oberliga empfingen die Harzer Falken als Tabellenvorletzte am Halloweenabend vor 675 zahlenden Zuschauern das Schlusslicht Preußen-Berlin. Entwarnung, es gab kein Eishockey zum Gruseln, aber doch einige grausige Szenen. Als sich der Falke Tim Luca Krüger und der Preuße Hannes Olitschka spät im zweiten Drittel in die Haare bekamen und eine Prügelei begann, verletzte sich Linesman Florian Holz schwer. Als er schlichten wollte, wurde er unglücklich vom Schlittschuh des Braunlagers getroffen und zog sich eine tiefe Fleischwunde am Arm zu. Für ihn ging der Abend nicht mehr weiter. Schiedsrichter Volker Westhaus und der zweite Linesman Marco Busse teilten sich für den Rest der Partie die Spielleitung. Allerdings dauerte es eine gute halbe Stunde, bis alle Formalitäten in der Kabine erledigt waren und das Match fortgesetzt werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die ohnehin nur mit einer Rumpftruppe angereisten Berliner Schonstürmer Eddie Rinke Leitanz verloren. Er musste wegen eines offenen Bruchs im ersten Drittel die Segel streichen. Wie Holz wurde er ins Krankenhaus gefahren. Dabei war die Partie keineswegs unfair, wenn auch nicht hochklassig. Die Falken konnten endlich einmal auf alle 5 Förderlizenzspieler aus Kassel setzen und schöpften personell aus dem Vollen. Beim ersten Überzahlspiel zahlte sich dies aus. Als zwei Berliner auf der Strafbank schmorten, traf Verteidiger Florian Kraus mit einem satten Schlagschuss in den Winkel zum 1:0. Sehr zur Freude von Rico Rossi. Der neue sportliche Leiter der Kassel Huskies war gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Jürgen Trattner im Braunlager Stadion und beobachtete seine Schützlinge aufmerksam. Vor Wochenfrist hatte der lang gediente, aber bei den Fans nicht unbedingt geliebte Rossi sein Traineramt bei den Nordhessen an NHL-Star Bobby Carpenter abgegeben. Trattner sah einen guten Auftritt von Sohn Luis, der bei den Falken das Trikot mit der Nummer 7 trägt. Noch mehr Grund zur Freude dürfte dem Duo aber die Leistung von Torwart Leon Hungerecker gemacht haben, an dem die Preußen lange Zeit verzweifelten. Weil alle Hessen gekommen waren, fand sich Braunlages Kontingentspieler Jordi Wudrick plötzlich in der 4. Harzer Reihe wieder. Im Harz wohl ein Novum für einen Mann, der als Schlüsselspieler gedacht ist. Für Wudrick geht es nach dem Wochenende nicht mehr weiter. Dem Vernehmen nach haben die Falken bereits einen Nachfolger im Blick. Zurück zum Spielgeschehen. Die Falken agierten diszipliniert, verballerten aber jede Tormöglichkeit. Zum Jubeln gab es trotzdem Grund. Gregor Kubay und Richard Zerbst legten bei einem fein vollendeten Break in Unterzahl auf 3:0 vor. In der Endphase der Partie gewannen die Preußen auch dank Topscorer Kai Piovacic etwas Oberwasser, der kaum noch vom Eis ging. Das 1:3 der Berliner bei einer 4-gegen-4-Situation konterte aber umgehend Dennis Gulder nach einer schönen Kombination. Nach dem 2:4 nahmen die Berliner kurz vor dem Ende ihren Goalie vom Eis. Die Falken konnten die Gelegenheit aber 2-3 Mal nicht nutzen und zielten stets am leeren Tor vorbei. Am Ende waren die Fans zufrieden und feierten wie schon beim Punktgewinn gegen Halle Leon Hungerecker die Husky-Leihgabe im Tor.